Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Überschrift heißt da, die Kurrechnung ersetzt den Einzahlungsschein. Auch eine Standardfrage. Und Herr Thomas Reske ist schon mehrere Jahre bei der SIX Group und jetzt ist er Head Product Management. Und also wir haben es jetzt gehört, 2019, jetzt bin ich gespannt, was Sie uns zu erzählen haben, gut. Herr Reske. Danke. Ja, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen und darf Ihnen was über die QR-Rechnung mit Zahlteil erzählen. Die QR-Rechnung mit Zahlteil, eine große Schweizer Zürcher Tageszeitung hat gesagt, den Begriff haben Marketingleute mal nicht entwickelt. Und kann ich Ihnen sagen, ja, das stimmt, das ist keine Entwicklung, was wir da gemacht haben von Marketingleuten. Das ist eine Entwicklung, eine Übung, die wir gemacht haben mit einem umfangreichen Involvement von Stakeholdern. Wir haben Softwarehäuser abgeholt, wir haben Behindertenverbände abgeholt, wir haben Spendenorganisationen abgeholt, wir haben große Rechnungssteller, kleine Rechnungssteller. Wir haben einen Kanton kontaktiert, was die Bedürfnisse sind. Und das, was ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, das sind genau die Ergebnisse dieser Abklärung, die wir da gemacht haben. Insofern, Aufsatzpunkt ist das, was der Boris Brunner eben gesagt hat, Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz. Ein großer Bestandteil ist die Ablösung der existierenden Einzahlungsscheine um die Umwidmung in ein neues einheitliches Format. Warum haben wir die Übung nochmal neu gemacht? Sie haben ja mitbekommen, dass letzten Jahres das Thema Einheitsbeleg mit QR-Code, dass da die Aktivitäten eingestellt worden sind und was ist passiert in der Zwischenzeit. Eben ist schon mal der Begriff großer Datensatz gekommen. Auch da erzähle ich Ihnen gerne was dazu, welche Daten enthalten sind im QR-Code und letztendlich, welche neuen Möglichkeiten jetzt auch machbar sind und dann die Designaspekte, wie wird der neue Zahlteil aussehen. Das ist der nächste Teil, den ich Ihnen dann vorstellen darf. Und zum Thema, wie kann ich das Ganze verwenden? Kleine Vereine sind eben schon mal gefallen. Wie können das große Anbieter, Rechnungsempfänger, Rechnungssteller nutzen? Das ist dann der nächste Teil. Zeitplanung zur Einführung hat eigentlich der Boris Brunner die zwei wesentlichen Daten eben schon gesagt. 1.1.19 wird die QR-Rechnung mit Zahlteil zur Verfügung stehen und 6 Monate vorher muss die ISO-Migration stattgefunden haben. Hier will ich gar nicht groß drauf eingehen. Das ist genau dies, was der Boris eben gesagt hat. Es sind einfach rechtliche, regulatorische Dinge, die die Schweiz zwingen, den Einzahlungsschein mit Referenznummer abzulösen, einfach weil nicht genügend Daten innerhalb des Bankkreislaufes dort verwendet werden. Der ursprünglich geplante QR-Code ist sehr stark angelehnt gewesen an existierende Einzahlungsscheine, an existierende Belege. Das ganze Thema Digitalisierung Schweiz ist damit sicherlich nicht ganz so stark unterstützt. Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch die Wiedererkennung sehr, sehr groß gewesen. Aber darüber hinaus ist es auch so, dass ein QR-Code, je mehr Daten er beinhaltet, desto größer wird er. Und Sie sehen dort das, was maximal möglich ist am Datenhaushalt. Und es reicht nicht aus, um weitere Parteien, die am Zahlungsverkehr teilnehmen, Stichwort Ultimate Creditor, Ultimate Debtor, die entsprechend mit einem großen Datenhaushalt dort zu integrieren. So, das waren dann die zwei Wegpunkte, weswegen wir nochmal das Ganze überarbeitet haben. Und Ziel war es, nicht nur den Banken einen Mehrwert zu stiften, sondern wirklich zu sagen, wir möchten vom Rechnungssteller zum Rechnungsempfänger und innerhalb des Zahlprozesses deutliche Vereinfachungen generieren. Wir müssen dafür Rechnung tragen. Die Umstellung, die ist relativ aufwendig, kostet doch einiges allen Beteiligten, dass das, was wir dort jetzt integrieren werden, dass das langfristig auch nutzbar sein wird, dass auch gegebenenfalls Compliance-Anforderungen, die eben schon skizziert worden sind, dass die auch dort mit umsetzbar sind. Die Kunden haben veränderte Anforderungen, besonders große Rechnungsempfänger wollen sehr, sehr viel stärker automatisieren. Und
der elektronische Zahlungsverkehr, der soll schon deutlich gestärkt werden, dadurch, dass doch weniger Medienbrüche jetzt zukünftig vorhanden werden. Und gleichzeitig mussten wir aber den Spagat auch machen, dass wir nicht diejenigen verlieren, die doch sehr, sehr traditionell noch Einzahlungsscheine so nutzen, wie Sie das auch kennen, die am Postschalter ihre Zahlungen tätigen oder die beleghaft bei den Banken die Zahlungen einreichen. Insofern ganz, ganz stark vereinfacht. Was ist der Datenhaushalt des QR-Codes? Es gibt zwei große Blöcke. Das sind einmal die Basisdaten, die zwingend erforderlich sind, um eine Bankenzahlung generieren zu können. Der Datenhaushalt, der dort enthalten ist, entspricht dem PAYN 001 gemäß den Schweizer Empfehlungen. Und das, was Sie dort sehen, diese Positionen, die sind jeweils dreimal vorhanden, sprich einmal für den Creditor, einmal für den Ultimate Creditor und einmal für den Ultimate Debtor, sodass man dort schon auf einem relativ großen Volumen kommt. Das sind so circa 650 Zeichen, die man dort verwenden muss. Und was aber neu hinzugekommen ist, ist der Bereich Ergänzungsdaten für alternative Verfahren. Auch das haben wir mit Blick auf Digitalisierung, mit Blick auf Zukunftsfestigkeit der Lösung, werden wir dort zwei Datencontainer vorenthalten, die frei genutzt werden können für Anbieter von Services im Bereich des Zahlungsverkehrs. Denkbar wäre, dass dort eine Firma PayNet beispielsweise Themen, Services rund um die E-Rechnung, um eine Konversion von einer normalen Rechnungsstellung zu einer E-Rechnung zu unterstützen. Es ist aber auch die Möglichkeit, dass beispielsweise alternative Zahlmethoden, wie Herr Wettstein hat es eben ja gezeigt, am Ende des Nachmittags werden ja alle hier 100% Twint-Nutzer sein, dass diese dann auch mit Nutzung des QR-Codes, dass dort auch eine Twint-Zahlung generiert werden kann. Und diese Datencontainer, der obere Teil, der wird hart vorgegeben von SICK als Vertreter des Finanzplatzes. Und die unteren Daten, die sind so designt, dass ein Syntax vorgegeben ist, aber dass dann der Inhalt selber frei genutzt werden kann von den Anbietern. Neu, als neuer Service, Sie kennen es heute, gibt es einmal Zahlungen, die rein eine Referenznummer haben. Es gibt Zahlungen, die rein einen freien Verwendungszweck haben, wo man Freitext reinschreiben kann. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ich hoffe, Sie haben Freude mit Ihrem neuen Produkt. Und zukünftig wird es so sein, dass es eine Kombination geben wird. Eine Referenznummer kann zusätzlich noch angereichert werden mit einem freien Verwendungszweck. Und das Ganze gibt es dann auch noch mal zukünftig in strukturierter Form. Boris Brunner hat es eben gesagt, wir versuchen uns auch sehr viel stärker mit der Industrie zu vernetzen und freuen uns, dass wir gemeinsam mit der SWICO einen Vorschlag erarbeitet haben, wie ein solcher Datenhaushalt strukturiert mit Daten befüllt werden kann, sodass große Rechnungsempfänger eine sehr viel einfachere Verarbeitung vornehmen können, sehr viel einfacher zuordnen können, offene Position zur vorliegenden Rechnung. Ich habe eben im Foyer mit einem Kollegen gesprochen, der gesagt hat, wie ist denn jetzt genau zukünftig das Aussehen? Und heute kennen Sie das ja vielleicht auch, wenn Sie als Bank Zahlungsverkehrsbelege gut zum Druck freigeben, dass Sie so Schablone haben und die gegen das Fenster halten und dann schauen, passt das alles ganz genau? Ist das Papier auch das Richtige? Ist die Schriftart die richtige? Sind die Kontraste die richtige? Und zukünftig wird es so sein, dass wir haben versucht, möglichst wenig Vorgaben, möglichst wenig komplexe Vorgaben zu geben, dass eine Herstellung eines solchen Zahlteils, das ist auf handelsüblichem Papier, handelsüblicher Drucker, dass das dort möglich ist. Wir haben auch keine harten Vorgaben gemacht, was die Positionierung von den verschiedenen Blöcken anbelangt. Und es ist auch kein buntes Papier mehr erforderlich. Auch das hilft sicherlich den sehbehinderten Personen auch noch mal stärker. Ein hoher Kontrast, schwarzer Druck, weißes Papier. Das hilft einmal der maschinellen Verarbeitung und es unterstützt auch wirklich diejenigen, die Mühe haben, Belege lesen zu können. Der QR-Code selber. Ein QR-Code normalerweise atmet er, also heißt, je höher, je größer die Daten,
je mehr die Daten sind, die er enthält, desto größer ist die Kantenlänge eines QR-Codes. Auch da haben wir uns darauf geeinigt, mit Blick auf eine maschinelle Verarbeitung, mit Blick auf eine gute Wiedererkennung des Zahlteils, mit Blick aber auch auf Einlesehilfe für blinde Menschen, dass die Proportion immer die gleiche ist. Die Kantenlänge entspricht 46 mm. Das heißt, wenn der Datenhaushalt kleiner ist, wird es entsprechend hochskaliert. In ganz, ganz, ganz geringen Ausnahmefällen kann es sein, dass ein extrem großer Datenhaushalt enthalten ist, dann findet eine Runterskalierung statt. Und last but not least hat sich der Finanzplatz darauf geeinigt, ein Erkennungsmerkmal in den QR-Code auch mit einzugeben, das Schweizer Kreuz in der Mitte mit einer Kantenlänge von 7 mm. Und der QR-Code hat auch, dem haben wir auch einen Begriff gegeben, der Swiss QR-Code. Wird es sein, der dann auch von Ihnen entsprechend so verwendet werden kann. Wie sieht sowas nun aus? Das, was wir Ihnen da als erstes Beispiel jetzt hier vorstellen, ist ein Zahlteil, der wirklich den ganz, ganz großen Datenhaushalt enthält. Sie sehen, der QR-Code ist relativ detailliert und dort finden Sie dann zum einen oben die Überschrift, ich bin der Zahlteil einer QR-Rechnung. Sie finden unten drunter, was unterstützt dieser QR-Code. In diesem Fall als Beispiel unterstützt er eine Banküberweisung, wie jeder QR-Code das tut. Und dieser hier hat auch dann noch Metadaten für zur Generierung einer Twint-Rechnung, zur Generierung einer E-Rechnung. Dazu sind wir in Abstimmung mit beiden Unternehmen, dass man möglichst schnell dort eine Lösung anbieten kann. Sie finden links den eigentlichen QR-Code. Sie finden auf der rechten Seite, das haben wir auch da nochmal denjenigen, die klassischerweise noch Zahlungen manuell erfassen möchten, finden Sie alle relevanten Daten, die erforderlich sind, um eine Zahlung händisch erfassen zu können. Und Sie haben entsprechend hier endgültigen Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtiger, wirklich der ganz, ganz große Datenhaushalt mit allen Parteien. Das ist ein QR-Code, der alle Daten enthält, um sofort eine maschinelle Verarbeitung durchführen zu können. Und der hat eine normale Größe, da ist eine Partei enthalten, da ist nur eine Referenznummer, so wird es aussehen. Sie sehen auch hier, wenn man das zurückschaut, deutlich weniger komplex der QR-Code. Spendenorganisationen und andere Bereiche, die vielleicht noch nicht zur Erstellung des QR-Codes wissen, wie groß ist denn der Betrag, der entsprechend gezahlt werden soll. Da haben wir eine Lösung, die im unteren Bereich eine handschriftliche Ergänzung des Betrages gewährleistet. Auch dort sehen Sie so Ecken. Diese Ecken haben wir auch mit dem Blinden- oder mit dem Behindertenverband abgestimmt. Es hilft einfach sehr, schwachen Leuten, die werden geführt, die wissen, wo sie das entsprechend reinschreiben müssen. Wir haben keinen Rahmen drumherum gemacht, das hätte wieder beim Scanning-Prozess Probleme geben können, sodass wir da eine entsprechend ausgewogene Lösung haben. Thema Postschalter. Beim Postschalter ist es so, dass heute ja dann die Belege entsprechend gescannt werden und dann im Nachgang maschinell verarbeitet werden. Wir haben es eben gesagt, große Datensatz. Es ist erforderlich zukünftig, dass der Zahler auch mit im Datenhaushalt aufgenommen wird. Und insofern haben wir auch dort eine Möglichkeit geschaffen, dadurch, dass es auch eine handschriftliche Ergänzung des Zahlungspflichtigen geben wird. Die Prozesse, wie das am Postschalter erfolgen wird, sind gerade in der Erarbeitung. Es wird so sein, damit die Schlangen dort nicht länger werden, dass wahrscheinlich dann der gesamte Beleg gescannt wird und dass eine Nacherfassung des Zahlungspflichtigen dann im Backoffice-Prozess dann stattfinden wird. Wie kann eine QR-Rechnung mit Zahlteil erstellt werden können? Wir als Six Interbank Clearing werden eine browserbasierte Lösung anbieten, dass Kunden, die einzelne Rechnungen erstellen müssen, wollen, dass die browserbasiert auf der Homepage die Daten entsprechend erfassen können und als Ergebnis genau eben diesen Zahlteil wieder zurückbekommen werden. Die Softwarehäuser werden die Standardsoftware
entsprechend der Implementation Guidelines, die wir zur QR-Rechnung am 27.04. veröffentlicht haben, entsprechend ihre Module anpassen. Da sind wir auch in der Diskussion mit den verschiedenen Herstellern und werden das ganze Thema dann nochmal mit einem vielleicht technischeren Fokus am 31.05. dem Plenum vorstellen. Und Unternehmen, die individuelle Lösungen haben, die sehr, sehr große, in der Regel große Rechnungssteller, die werden auch auf Basis der Implementation Guidelines entsprechend ihre Software anpassen können. Wie sieht der Zahlprozess aus? Sie haben einmal die Möglichkeit, in Ihrem E-Banking ganz normal die Masken händisch zu befüllen mit dem, was auf der rechten Seite des Zahlteils, was Sie an Informationen finden. Selbstverständlich werden Sie aber die Möglichkeit haben, dann auch zukünftig den Code zu scannen, sodass im E-Banking, im M-Banking automatisiert direkt alle Daten erfasst sind. Sie haben vielleicht die Möglichkeit, nochmal, wenn Sie möchten, Anpassungen machen zu können, können es aber auch ohne weitere Ergänzungen direkt in den Zahlprozess überleiten. Bei papierhafter Nutzung gibt es halt die Möglichkeit, wie eben skizziert, kurz am Postschalter weiterhin die Belege einreichen zu können. Sie haben aber auch zusätzlich die Möglichkeit, genau wie Sie es jetzt auch bei Ihrer Bank machen können, entsprechend die Belege zu sammeln, mit einem Deckblatt einzureichen und dann wird entsprechend dort auch eine Verarbeitung vorgenommen. Und sehr, sehr große Rechnungssteller können das in ihren Scan-Prozess überführen und dort entsprechende Digitalisierung der Zahlung vornehmen. Zeitplan hat Boris Brunner schon, ist schon drauf eingegangen. Vielleicht da nochmal der Hinweis, wir werden im Spätsommer diesen Jahres die Softwarehäuser unterstützen mit einer Validierungsplattform, wie Sie das auch von den ISO-Meldungen schon bereits kennen. Wir werden die Möglichkeit geben, entsprechende Files, die den Dateninhalt des QR-Codes beinhalten, dass die hochgeladen werden. Dort werden sie validiert und wenn Dinge dort nicht in Ordnung sind, wird entsprechend auch eine Meldung zurückkommen, was genau noch korrigiert werden muss. Und spätestens zum Start der QR-Rechnung zum 01.01.2019, wahrscheinlich deutlich davor, werden wir entsprechend diese browserbasierte Lösung für Privatkunden anbieten. Zusammenfassend, es ist einfach auf einfachem Papier schwarz-weiß ausdruckbar. Es kann auch ein Betrag, kann auch handschriftlich ergänzt werden, sofern das vorgesehen ist. Die Daten sind alle enthalten im QR-Code. Sie müssen zukünftig, wenn Sie entsprechend das über Ihr E-Banking oder über Ihr M-Banking nutzen, müssen Sie keine weiteren Ergänzungen mehr machen. Wir haben eine klare Wiedererkennung mit dem Schweizer Kreuz. Wir haben die Möglichkeit, weitere Verfahren dort flexibel einbinden zu können. Auch da wird sicherlich der Markt wird spielen, wird, das ist eine Abstimmung zwischen Rechnungsempfänger, zwischen Rechnungssteller und seinem Zahlungsdienstleister. Sie können ganz normales Papier verwenden. Sie können Ihren Rechnungsempfängern eine Perforation nach wie vor anbieten, wie Sie das jetzt auch gewohnt sind, sind aber nicht gezwungen dazu. Jeder handelsübliche Drucker kann eine QR-Rechnung erstellen und sie sind auch was Schriftarten und Ähnliches anbelangt sehr viel freier, als sie es jetzt in der jetzigen Welt sind. Und den Hinweis vom Herrn Wettstein heute Morgen, mich kurz zu fassen, habe ich sehr, sehr ernst genommen und bin insofern dem kurzen Übersicht, was ich Ihnen erzählen wollte, zur QR-Rechnung, zum Zahlteil der QR-Rechnung fertig und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Reske, vielen Dank. Da haben Sie sich ein schönes Stück bewegt, oder? Also wenn ich habe so die ersten Diskussionen miterlebt, oder? Das war dann noch recht schwierig, aber jetzt haben Sie fast die eierlegende Wollmilchsau da entwickelt, sehe ich. Also wenn man alle Varianten anschaut, darf ich rumschauen, fragen? Ja, da vorne.
vielleicht, wenn ich einen Satz noch sagen darf oder zwei Sätze, es ist wirklich ein richtig gutes Teamwork gewesen. Das heißt, die Bankenvertreter haben da sehr engagiert mitgearbeitet und die Stakeholder waren auch sehr, sehr interessiert daran, Input entsprechend abzuliefern. Schön. Soll ich anfangen? Ja. Weber ist mein Name von der SPS. Sie haben gerade eben gezeigt, dass wir die Daten für die Zahlung im QR-Code haben und daneben in Klarschrift. Mhm. Immer wenn Sie Daten redundant sind, können sie, sei es absichtlich oder durch einen Fehler, unterschiedlich sein. Mhm. Gibt es da eine klare Aussage, dass in so einem Fall der QR-Code gewinnt? Ich frage natürlich im Hinblick auf die professionellen Scanning-Prozesse, die Sie angesprochen haben. Ja. In dem einen Fall habe ich eine STP-Verarbeitung, wenn ich das ignorieren kann. In dem anderen Fall habe ich es halt nicht. Mhm. Auch mit Ihrem Haus haben wir über das Thema Scanning gesprochen und genau das Thema haben wir dort auch diskutiert. Qualitätssicherung dadurch, dass Daten, die im Klarschrift vorhanden sind, dass die abgeglichen werden mit dem QR-Code. Ich bin der Meinung, aber das ist Aufgabe der Banken, das ist die Rolle der Banken, dass wenn immer es eine Abweichung gibt, da kann es nicht sein, dass links führt oder rechts führt. Das muss beides stimmen miteinander. Das ist für mich, wäre das klar ein Ausschuss, der entsprechend zurückgegeben werden muss, weil ja auch dort die Gefahr besteht, dass da der Verdacht zumindest vorliegt, dass da missbrauchlich was verändert worden ist. Klar. Vielleicht bis das Mikrofon dort ist, eine Nachfrage. Also wenn jetzt die Daten rechts, also einfach die Ursprungsdaten, irgendein Fehler drin ist, und sei es jetzt nur die Hausnummer, und das ist natürlich im QR-Code wird das dann richtig zwar abgebildet, aber es ist eben letztlich falsch, dann ist das zwar nichts Neues gegenüber heute. Ja. Wie denken Sie, werden die Banken oder die damit dann umgehen? Oder man verlässt sich natürlich zunehmend auf diesen QR-Code und dann, was passiert dann? Also heute spüre ich zwar auch den Widerstand oder von Banken, die ist eigentlich nicht so beliebt natürlich, aber was denken Sie? Also wird das dann noch schärfer oder wie muss ich mir das vorstellen? Auch da kann ich nur das wiedergeben, was ich gespürt habe in den Diskussionen. Ja, ja. Es hängt vom Risikoappetit ab der Banken. Ja, wenn Sie sagen, es muss alles hundertprozentig links und rechts muss hundertprozentig stimmen, ansonsten wird es genockt, wird es zurückgeschickt. Oder ich schaue mir das vielleicht auch gar nicht alles so genau an, sondern schaue einfach, dass die Zahlung durchgeht. Es wird schon gut gehen. Und wenn irgendwas, wenn es Schäden gibt, dann sind die vielleicht sehr viel geringer als die operativen Kosten, die ich dadurch habe, dass ich mir jeden Bereich dann anschaue. Das hängt einfach davon ab, wie das Management der Banken im Backoffice-Prozess aussieht. Das wird dann sicher ein mögliches Feld sein von Konsumentenschutz und so, all diese, oder? Vor allem in der Übergangsphase, oder? Die Risiken, die wir jetzt hier skizzieren, die wir jetzt hier diskutieren, die gibt es im jetzigen Einzahlungsschein eigentlich genauso, wenn die Codierzeile verändert worden ist. Das sind Probleme, wo Banken jetzt schon bereits erfolgreich sind. Aber Sie haben es richtig gesagt, oder? Die Technikgläubigkeit, die ist natürlich da, die ist bei uns da. Also die Technik funktioniert dann, warum funktioniert es jetzt nicht? Also man hat jetzt dann vorher hatte man das nicht und wenn man es nachher hat, dann sagt man, ja gut, dann die Technik und wenn es nicht geht, dann weg damit. Also wer ist der Nächste, wo ist? Bonjour, Gaëlle Dallacosta, Banque Cantonale de Genève. Vous avez toujours parlé de période de transition. Est-ce que vous pouvez nous indiquer très clairement la période de transition pour la QR facture pour les clients? Ja. Dankeschön. Können Sie vielleicht die Frage für die anderen schnell wieder? Ja, so ungefähr. Ja. Es ging um die Übergangsfrist. 1.1.19 wird die QR-Rechnung eingeführt werden. Und dann haben wir gesagt, Boris hat es eben gesagt, wir müssen auch die alten Einzahlungsscheine, die müssen mittelfristig ausgefasst werden, weil der Datenhaushalt nicht mehr ausreichend ist. Und die Übergangsfrist, die wir diskutiert haben, die sind 2 Jahre. Das heißt, dass zum 1.1.2021 kein Einzahlungsschein mehr, das ist das Ziel, kein Einzahlungsschein mehr genutzt wird, wie er jetzt bekannt ist. Das ist das Ziel, was wir verfolgen. Und haben das aber jetzt im Markt auch noch nicht auch Richtung, das ist das Ziel der Banken, ist aber noch nicht hart formuliert.
Nochmals, wann ist das Datum? Das Datum ist 2 Jahre nach Einführung der QR-Rechnung. Und das streben wir an, am Finanzplatz bis dahin dann die Einzahlungsscheine, die jetzt noch genutzt werden, entsprechend. 1.1.2021. Mhm. Okay. Die nächste Frage bitte. Ja, jetzt bin ich da. Bier, Luzerner Kantonalbank. Ich habe sehr viele Adressfelder drauf gesehen. Die sehen so nett nach 4x35 aus. Kann ich da immer noch rein, ganz lockerflockig reinschreiben, was ich will? Oder sind wir als Bank, als Lieferant irgendwo gezwungen, alles strukturiert anzuliefern? Mhm. Den Datenhaushalt, den Sie dort sehen, oder der skizziert ist, den Sie in den Implementation Guidelines finden, entspricht dem großen Datenhaushalt gemäß PAIN-001. Das heißt, Name ist beispielsweise 70 Zeichen lang, Straße ist 70 Zeichen lang und genauso, wie es dort auch definiert ist. Und die Adressfelder sind so auch strukturiert, werden die auch angeliefert. Das heißt, Hausnummer getrennt von der Straße beispielsweise. Also große Hausaufgabe für uns. Mhm. Wir müssen alles strukturiert entgegennehmen. Auch zum Beispiel bei unseren E-Bankings. Also da wechseln wir alles aus. Mhm. Es gibt insgesamt international Bestrebungen, dass Adressfelder, dass die strukturiert werden müssen, dass das wirklich end-to-end strukturierte Adressen verwendet werden. Und die Einführung des QR-Codes ist eine gute Übung für alle Finanzinstitute, bereits damit anzufangen, eine Strukturierung vorzunehmen. Ja, die Diskussion über gewisse, ich sage jetzt irgendwo, der Hof da im Appenzell oben und dann im Tessin unten, haben wir also seltsame Bezeichnungen, das haben wir auch schon diskutiert, das wird dann noch eine Herausforderung sein. Wer ist der Nächste? Da oben, bitte. Einfach sonst rufen, wenn man jemanden nicht sieht. Mehrs Basel-Landschaftliche Kantonalbank. Ich habe eine Frage bezüglich Perforation. Wieso wurde das nicht obligatorisch gemacht? Aus Kundenoptik ist das ja, muss ich jetzt die Schere zücken? Oder wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, da muss man den Begriff Kunde ein bisschen weiter fassen. Es gibt ja auch den Rechnungssteller, der Kunde ist. Und um dem Rechnung zu tragen und da zu sagen, in deinem Produktionsprozess musst du nicht mehr das teurere perforierte Papier nutzen. Du musst nicht mehr 2 Druckschächte haben oder ähnliches, um entsprechend eine Rechnung generieren zu können. Dem haben wir Rechnung getragen. Dann haben wir eben am Anfang gesagt, wir wollen das Thema Digitalisierung stärken. Und wir wollen die traditionellen Zahler nicht verlieren in dem gesamten Prozess. Es soll aber schon eine gewisse Motivation auch geben, dass man sagt, eigentlich ist es ja doch viel einfacher, wenn ich das scanne. Ich habe ja ein Smartphone und generiere meine Zahlung damit. Da muss ich das auch alles gar nicht abtippen und muss kein Deckblatt und muss nicht zur Bank gehen und muss es nicht ausschneiden. Und das ist ein Thema, wo wir die Entscheidung getroffen haben, es für den Rechnungssteller einfacher zu machen in der Produktion, es nach wie vor möglich zu halten, eine Perforation nicht streng vorzugeben, es aber zu empfehlen, damit am Anfang noch die Convenience vorhanden ist, aber um sukzessive den Prozess weg vom Papier hin zur Digitalisierung, um das zu fördern. Das war der Gedanke dahinter. Also, vielen Dank. Es ist klar geworden, oder? Und ich glaube, vieles klar, das ist mal gut. Jetzt haben wir 17. Mai 17, 1. Januar 19 startet das. Also wenn man so die Entwicklungszyklen, IT oder und so anschaut, das ist dann noch, natürlich muss das nicht eingeführt sein dann, aber das ist schon noch recht tough, oder? Ja. Gut. Ja, und ich kann mir vorstellen, oder Boris, vielleicht zurück, wir sprechen von der Harmonisierung, oder? Wie das, aber ich denke mir einfach beim Publikum, beim Kunden, ganz draußen, oder? Das wird noch eine recht große Knacknuss werden, das Ganze, oder? Weil die Leute haben sich jetzt 80 Jahre oder wie viel, haben sich 100 Jahre, 110 sogar, oder? Daran gewöhnt, oder? Wie das läuft und die Leute sind dann relativ resistent.
Also wenn es um diese Dinge geht. Das Komische ist ja beim iPhone, da gewöhnen sich die Leute laufend dran und machen jede Woche das Update und so. Da. Aber hier, oder? Das wird dann es wird sicherlich in Teilen ein harziger Prozess werden. Umso mehr müssen wir die Vorteile rausstellen, dass das ja was Gutes ist, was wir dort anbieten. Und Argumentarium, die Dame da mit dem roten Pullover hat es gesagt vorher, oder? Ja. Okay. Also, wir kommen darauf zurück und ich denke mir, es braucht noch mehrere Veranstaltungen, oder? Sehr gern, ja. Mit weiterem Kreis. Da hat noch jemand. Ja, Werner Stalder von der Bank CIC. Ich komme aus einem ländlichen Gebiet und darum weiß ich, dass auch gerade eben viele Leute noch leider auf der Post einzahlen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen allem Rechnung tragen. Zwei Fragen dazu, die vielleicht dann nicht von Ihnen direkt beantwortet werden. Erstens, Leute, die am Postschalter dann einzahlen, wie sieht der Quittungsteil aus? Mhm. Frage A. Und B, das ist dann jetzt eher an Postfinanz gerichtet. Denkt man daran, was kostet das dann neu, respektive wird darüber nachgedacht, dass neu der Auftraggeber, der Einzahler und nicht mehr der Zahlungsempfänger die Gebühren bezahlt? Ich kann Ihnen beide Fragen nicht beantworten. Ich kann Ihnen sagen, dass Sie haben recht, es gibt diesen Quittungsteil, wie Sie ihn jetzt kennen, den würde es nicht mehr geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Post Finance, oder ich weiß es, dass Sie Post, dass Sie die Post, dass sie eine Lösung finden wird, eine Quittung, einen Quittungsdruck zu erstellen auf Basis der gescannten Daten. Und was das Pricing anbelangt, ist es nicht in meiner Macht noch. Da wird die Post auch und Post Finance sicherlich eine gute Lösung finden. Also zur ersten Frage, ich glaube, aber jeder hat ja da, die das machen, die haben ja das gelbe Büchli da, oder? Also da. Da wird sie eine Renaissance erleben, nehme ich an. Nein, Spaß beiseite. Überlassen wir das der Postfinanz, sie wird das zu gegebener Zeit kommunizieren, oder? Möchtest du was sagen? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Nicht hier und heute. Okay. Aber die Frage habt ihr notiert. Das ist notiert. Gut, okay. Gut, danke vielmals, Herr Wieske.